Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Ratgebersendung wieder zu dem Thema Unterhalt. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Thema der sekundären Altersvorsorge oder zusätzlichen Altersvorsorge beschäftigen. Wenn Sie wissen, wie der Ehegattenunterhalt berechnet wird und wenn Sie unsere Ratgebersendung angeschaut haben, wissen Sie das, dann wissen Sie ja auch, je niedriger das Einkommen ist von dem Unterhaltsverpflichteten, desto weniger Unterhalt muss er zahlen. Und je niedriger das Einkommen der unterhaltsberechtigten Person ist, desto mehr Unterhaltsanspruch hat sie. Deswegen versuchen natürlich in einem Unterhaltsverfahren beide Ehegatten ihr Einkommen ja so niedrig wie möglich zu halten. Wir Juristen sprechen von einer Bereinigung des Einkommens. Jetzt kann ich grundsätzlich sogenannte eheprägende Belastungen vom Einkommen abziehen. Eheprägend heißt, dass die ehelichen Lebensverhältnisse davon beeinflusst waren. Das heißt, Schulden, die vor der Trennung entstanden sind, kann ich grundsätzlich abziehen und so weiter und so fort. Und ich kann auch zusätzlich eine Position abziehen, nämlich die sogenannte zusätzliche Altersvorsorge. Denn auch bei uns Juristen hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass die Rente wohl nicht ganz so sicher ist, wie wir das immer gedacht haben. Deswegen darf ich privat für mein Alter vorsorgen. Unterhaltsrechtlich darf ich maximal 4% meines Jahresbruttoeinkommens geltend machen. Also wenn ich ein Jahresbruttoeinkommen habe von 40.000 Euro als Angestellter, darf ich maximal 1.600 Euro im Jahr oder 133,33 Euro monatlich für diese zusätzliche Altersvorsorge aufwenden. Das Schöne ist, wenn ich morgen damit anfange, dann darf das unterhaltsrechtlich abgezogen werden. Das heißt, diese zusätzliche Altersvorsorge, meine Damen und Herren, ist die einzige Position, die nicht eheprägend sein muss. Das heißt, wenn ich in der Ehe nie irgendeine Altersvorsorge betrieben habe, darf ich dennoch nach der Trennung, sogar auch erst nach der Scheidung, damit anfangen und dann muss das entsprechend abgezogen werden. Wenn ich selbstständig tätig bin und keine gesetzliche Rentenversicherung habe, dann darf ich nicht nur 4% unterhaltsrechtlich geltend machen, sondern sogar 23%. Das heißt, wenn ich wiederum einen Gewinn von 40.000 Euro habe, darf ich tatsächlich 9.200 Euro im Monat, im Jahr geltend machen im Rahmen der sekundären Altersvorsorge. Sie merken, das sind schon ein paar hundert Euro und diese Altersvorsorge kann massiv den Unterhaltsanspruch beeinflussen. Bloß, ich muss es natürlich geltend machen, wie immer im Unterhaltsrecht oder im Familienrecht. Ich muss die Rechtslage kennen, wenn ich da keine Ahnung davon habe, das vergesse, Pech gehabt. Ja, da wird kein Richter, keine Richterin der Welt Sie darauf hinweisen, weil gerade im Unterhaltsrecht, das ist kein Amtsermittlungsverfahren, sondern da geht der sogenannte Beibringungsgrundsatz. Das heißt, das Gericht kann nur das und darf nur das verwerten, was von Ihnen vorgetragen wird. Und in welcher Form Altersvorsorge betrieben wird, bleibt Ihnen komplett überlassen. Das heißt, Sie können eine private Rentenversicherung abschließen, Sie können eine Kapitallebensversicherung haben, Sie können einen Bausparvertrag haben, Sie können Aktiensparen machen, Sie können sogar einen Dauerauftrag auf ein Sparbuch machen und Monat für Monat diesen Betrag einzahlen. Aber an diesem Punkt natürlich aufpassen. Es gibt besonders schlaue Unterhaltsverpflichtete, Unterhaltsberechtigte, die dann einen Dauerauftrag nachweisen und sagen, ich zahle monatlich 200 Euro auf das Sparbuch. Dann aber, nachdem sie es draufgezahlt haben, am nächsten Tag den Geldbetrag wieder abheben. Das geht natürlich nicht, sondern der Betrag soll ja für die Altersvorsorge sein. Das heißt, sie muss sich natürlich stehen lassen. Deswegen in solchen Situationen lassen sie sich nicht nur diesen Dauerauftrag zeigen, sondern lassen sich auch immer die Kontostände zeigen. Weil der Betrag muss drauf stehen bleiben auf dem Sparbuch und wenn da nur 5 Euro drauf sind, dann kann da irgendwas nicht stimmen, weil eine fiktive Position im Rahmen der Altersvorsorge gibt es nicht. Das muss tatsächlich Monat für Monat gezahlt werden. Ansonsten müssen Sie also da wirklich sich informieren, dass Sie diese Position auch haben. Gerade wenn Sie selbstständig sind, reden wir im Jahr über mehrere tausend Euro, die Sie entsprechend abziehen können. Und das kann natürlich dazu führen,
dass gar kein Unterhaltsanspruch besteht oder auf Seiten der unterhaltsberechtigten Person, dass der Unterhaltsanspruch plötzlich sehr, sehr hoch ist. Deswegen, wie immer der Hinweis an dieser Stelle, diese Ratgebersendung kann eine Beratung, meine Damen und Herren, nicht ersetzen. Das soll nur so ein bisschen das Problembewusstsein schärfen für gewisse Feinheiten des Unterhaltsrechts, wenn Sie im Rahmen einer Trennung oder im Rahmen vom Scheidungsverfahren sich mit dem Thema Unterhalt beschäftigen, wenden Sie sich an den Anwalt, an die Anwältin Ihres Vertrauens, im Idealfall an einen Fachanwalt für Familienrecht, weil die haben besonders viel Erfahrung und haben das auch als Schwerpunkt entsprechend gebildet. Ich hoffe, dass heute wieder die ein oder andere wichtige Information für Sie dabei war. Wenn dies der Fall war, freuen wir uns über jedes Like für unseren YouTube-Kanal. Ansonsten zu diesen Themen habe ich auch relativ viele Artikel geschrieben. Schauen Sie auf unsere Homepage www.ra-amberg.de vorbei. Da finden Sie unter Infos alle möglichen Informationen auch zu dem Thema sekundären Altersvorsorge. Ich freue mich auf die nächste Ratgebersendung mit Ihnen. Bis dahin und tschüss.